das große goldene Tor. Und das kleine, Männchen mit dem Raben. Das Tor schließt sich. Nein. Aber was? Nein. Wie jetzt? Kein Happy End. Die Krähe oder der Rabe und der Affe, Scheiße. Nein, was ist jetzt hier los? Wir fahren schon am Ziel. Ach du nein. Wir fallen. Was denn? Nein. Katze Mülleimer N. Was soll denn der Mist hier? Wir waren doch schon am Ende. V. Sehen wir jetzt mit denen, was mit den N passiert ist. Die uns hier Schande gebracht haben. Die uns wehgetan haben. Was sind das hier für albtraumhafte Sachen? Oh nein. Oha. Das ist schlecht. Selbst. Oh. Amunsche Freistadt, oh. Oh Mann. Nein. Schreck. Wir fallen nur. Auf der Wiese. Hier wieder aufgewacht. Ach du Scheiße. Nein, doch nicht, bitte. Der ganze Weg umsonst. Sage nicht. Alles nur geträumt. Ein ganz großer Riesentraum vom Ziel, vom Licht. Ponys, müssen wir jetzt hier zurück oder was? Zurück an den Start oder was? Das will ich ja gar nicht glauben. Hier geht's nicht weiter. Jetzt laufen wir zurück nach links. Och Mann, ist aber jetzt enttäuschend. Es geht die Reise hier zurück oder was? Jetzt haben wir eine 5. Hallo Polizei. G34E. Weg versperrt. Hm. Komme nicht vorbei. Hier hinunter. Och, das ist doch jetzt. Das kann es doch jetzt nicht sein. Geht's hier wieder nach rechts? G70E. Closed. Ach du Schande, hier noch ein Rätsel. 5 und E open.
G70E müssen wir öffnen. Aha. Und ich war so froh, dass wir schon am Ende angekommen sind. Dieses Spiel. Ich dachte schon, wir hätten es durch. Wir wären fertig. Game over. Hätten es gewonnen. Nee, nee, nee. Das ist ein Schlüssel. Kommen wir nicht hoch. Okay, dem Robot ist ein Arm gegeben. Und Schlüssel irgendwie. G104E müssen wir öffnen vielleicht. G104E. Da schließt sich die Tür dort hinten wieder, wie ich es hörte. Och Mann, 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 Mann. Jetzt aber sehr traurig, dass wir hier nicht weiterkommen. Hier verlassen wir jetzt den Punkt. Aber ohne den Schlüssel, was wollen wir jetzt hier? Ohne Schlüssel. Wir waren doch schon da. P freigeschaltet. Kommen wir nicht weiter. Ach, Menno. Hier sind wir jetzt wohl erstmal gefangen. Hier kommen wir erstmal nicht raus. Hier kommen wir oben bei der Polizei raus. Müssen wahrscheinlich den Schlüssel dort erstmal kriegen. 5. Kommen aber auch nicht hoch. G34E. Wir müssen G34E öffnen. G34E. Merken wir uns mal G34E. Vielleicht können wir das irgendwie öffnen. G34E. Hier brauchen wir den Schlüssel immer noch. Open. Sehr gut, und den Schlüssel. Ja, da sind ja nur die Tante drin. Kommen wir da oben weiter. Alles klar. Rätsel gelöst. Der Schlüssel ist jetzt nebensächlich. Aber G104E. Rätsel noch nicht gelöst. Müssen wir erstmal noch kurz schließen. Sonst kommen wir hier nicht raus.
Können wir die Ziele irgendwie deaktivieren? G104E, das war glaube ich die da oben. Tja, ah ja, natürlich. Mal ein bisschen losschrauben. Jetzt ist die Tür natürlich auch offen. G70E können wir hier nicht losmachen. So, sehr gut. Dann können wir da weiter. Schlag mir hier die Nacht um die Ohren. Ich schlag mir die Nacht um die Ohren. Um das jetzt durchzuspielen. Achso, da sind wir nochmal hoch. Zur Putzinei. So, weiter hier. Da können wir nicht lang. Sehr schade. Können wir nicht weiter. Oh ja, die Katze. Nicht. Was denn? Mach hier ein Foto. Scheiß Gaffer hier. Oder was? Willst du für dein Album haben? Oder was? Jetzt treten, damit du uns auf dem nächsten Bild. Ja, genau. Vom nächsten Bild den getreten haben wirst. Nee, erstmal schönes Bild von dem weinenden Kind. Ich habe dem weinenden Kind geholfen. Und dann treten. Ach du Scheiße, ich mach nix. Ich mach hier nix. Hab die Hände von der Tastatur weg. Ach du Scheiße, nein. Nee, das mach ich nicht. Ich bin kein rachsüchtiger Mensch. Hat die Katze getötet oder was? Liegt da ziemlich reglos da. Ich mach das nicht. Ich verschone den. Nein. Auf gar keinen Fall. Nein. Das war ich nicht. Ich habe nichts gedrückt. Ich habe ihn verschont. Nein. Ende von der Tastatur. Nein. Nicht mit mir. Pazifistenroman. Lassen ihn gehen. Be like the flower that gives its fragrance to even the heart that crushes it. Ali ibn Abd Talib. Ja. Ich frage mich, was passiert wäre, wenn wir ihn ermordet hätten jetzt, aber. Nein. Gibt's bei mir nicht. Einfach nein. Steht nicht zur Debatte. Steht regungslos mit weinenden Augen. Oh, die Katze. Die Katze. Jetzt schon mal wirklich schlecht. Also sie schleppt sich noch mal mit aller Kraft. Und mit der letzten Lebenskraft, die sie noch hat, mit der letzten Energie, die sie aufbieten kann, versucht sie noch mal zu ihm zu kommen. Und da haben wir den Endscreen oder was? To be continued soon. In the excess. Das ist ein trauriges Ende. Das ist wirklich kein sehr gutes, kein Happy End. Katze tot, Junge traurig.
Na, das ist doch fast schade. Dafür, dass das wirklich Exzess ist, wirklich schon awesome. Ja, nun. Version 0.6. Eine ganz frühe Version. Ganz früh auch nicht mehr, aber tja, haben wir es durchgespielt, wie es ausschaut. Da können wir ja nichts mehr tun. Scheint so, als wäre das jetzt hier to be continued soon. Das hätten wir jetzt hier. Schauen wir uns natürlich nochmal die Credits an. Created by Mo34 und Rosalie Collins. Ja, die Credits bei Indie Games sind generell ziemlich kurz und generell immer regulär mal ein bisschen kürzer. Hier wurde sehr klein. Zwei Leute haben es gemacht. Fetten Respekt. Das ist also Respekt. Zwei Leute. Audio und Musik with Project. Sekunde. Verzeihung. Ich muss die kurz schlucken. Audio und Music were purchased from Invader Elements, Genius Unreal Engine, Epic Games. Registered. Ja, da waren nur zwei Leute, wie es ausschaut. Das zweite haben sie dann gearbeitet. Och, aber die Katze, das ist so ein liebes Ding. Hat dann noch am Ende versucht, mit letzter Kraft irgendwie zu uns zu kommen, zu uns zu schleifen. Wirklich, also jetzt haben wir hier keine Credits, während denen ich. Sonst rede ich dann mal während den Credits, dann laufen hier noch die ganzen 1000 Namen. 1000, 2000 Namen, 100.000 Namen, die dann durch den Bildschirm laufen, wenn man es bei großen Spielen kennt. Auch bei kleineren Spielen gibt es manchmal viele Namen, Unterstützer und so weiter. Ja, sehen, welche großartige Spiele spielt selbst, also tut es euch mal selbst an. Das ist, kostet glaube ich ein bisschen was. Ich habe es für Mordi geschenkt bekommen. Kostet glaube ich nicht allzu viel. Ich glaube, so in Centgröße, nicht mal ein Euro. Ich glaube, das ist wirklich, also Indie-Games sowieso, braucht sich keiner zu beklagen. Also Indie-Games sind wirklich viel zu billig dafür. Also nicht billig, also das billig ist jetzt günstig, viel zu günstig. Billig ist ja eine schlechte Wertung für schlecht. Viel zu günstig. Die Preise sind viel zu günstig bei Indie-Games. Wirklich, wenn du dir mal auf Steam anguckst, was da für Indie-Games angeboten wirst, die müssen es natürlich so anbieten, damit sie es loswerden. Leider. Aber wirklich, das ist. Ich meine. Ich glaube, das kostet wirklich nur. Es kostet unter einem Euro auf Steam. Wenn ich mich nicht komplett irre. Ist egal, wie viel es kostet. Es kostet nicht, es kostet keine 100 Euro, kostet nicht so viel wie ein Switch-Spiel. Switch-Spiel 60 bis 65, 70 Euro. Das ist so. Also Indie-Games kriegst du normalerweise unter 15 Euro. Kriegst das also 12, 13 Euro, so und 10, 11, 12, 13 so in dem Dreh. Wenn du wirklich ein Indie-Game mit gutem Preis hast. Und wirklich, es ist mal wieder ein Spiel, dem ich eine 100% Wertung geben muss. Das ist wirklich ein gutes Ende, ist jetzt ein bisschen traurig, aber das verringert jetzt hier nicht die Traurigkeit und das schlichte Ending. Das verringert jetzt hier nicht die Wertung. Ist für mich wirklich, ich sag das wirklich bei wenigen Spielen. Ich würde da wirklich bei wenigen Spielen, bei Far, Lone Sales und bei Minecraft, glaube ich, nee, bei Pony Island habe ich zuletzt. Minecraft, Pony Island, Far und jetzt auch sehen. Ansonsten immer so
Ich gebe sehr hohe Wertungen meistens ab. Könnt ihr sehen in meiner Let's Play-Liste auf meinem Kanal ganz oben. Ganz oben unter beim Kanalbanner könnt ihr schon draufklicken, dort dich als erstes verlinkt, bei den Links. Da steht auch ganz unten dort und darunter scrollt bei bisher abgeschlossenen Spielen. Da dort dann meine Wertung daneben. Das kriegt ja eine 100% Wertung. Ich wüsste nicht, wo ich den Punkt abziehen soll. Das ist wirklich eine rührende Geschichte, wirklich. Es sieht alles sehr, also sehr atmosphärisch aus, die Geschichte. Alles wirklich. Habe ich nichts dran zu meckern. Das ist wirklich mal wieder ein 100% Spiel. Gut, bevor ich mich hier noch sehr viel noch weiter um den heißen Brei rumquatsche und hier noch sehr um Kopf und Kran quatsche, jetzt hier noch zeige ich mir Däumchen nach oben, soll es euch gefallen haben. Ich habe es jetzt in einem Zug durchgespielt. Mal schauen, wie viele Parts ich da jetzt rausgebacken kriege. War noch ein bisschen kürzeres Spiel. Ich habe da schon ein Weilchen dran gespielt. Ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, wann ich da angefangen habe. War es jetzt schon ein, zwei Stündchen habe ich da schon dran gespielt. Gut, glaube ich, nach oben soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da. Wishlistet euch das Spiel auf Steam. Das ist auch nochmal eine mega Unterstützung für die Entwickler. Wenn das Spiel auf Steam wishlistet, wenn ihr euch es nicht kaufen wollt, wishlistet es. Dann werden sie höher gerankt auf Steam. Also wenn da wirklich, wenn das jetzt toll fand bei mir im Let's Play, kurz mal auf Steam gehen, auf Wishlist euch anmelden, auf Wishlist klicken, das kleine Knopf dort einmal draufklicken. Super Unterstützung, falls ihr es euch nicht kaufen wollt. Am besten kauft es euch natürlich und spielt es. Das ist natürlich mega. Also wirklich, selber mal spielen, es ist wirklich großartig. Also es ist, selbst die Fails und so weiter, es ist nicht so wie bei Super Mario. Ich habe es schon gesagt, ich habe es eigentlich schon versucht zu sagen im Spiel. Es ist wirklich, wenn du bei Super Mario stirbst, oder bei anderen Spielen sterbe, hat man so ein bisschen schon Frust so, aber ist hier wirklich, ich habe es dem Spiel komplett verziehen, wenn ich gestorben bin. Das ist hier wirklich, ich bin begeistert hier. Ich bin wirklich, es gibt wenige Spiele, die mich so begeistern. Wirklich. Däumchen nach oben für dieses Spiel, für mein Let's Play. Lassen aber darunter, habe ich schon alles gesagt. Glocke aktivieren, um das nächste Let's Play, das nächste Video nicht zu verpassen. Habt noch einen angenehmen, frostigen Tag und wir sehen uns im nächsten Let's Play, Let's Test oder anderen Video bei Among Us oder ja, wie eingangs erwähnt, am Anfang der Aufnahme hier. Among Us und Super Mario sehen wir uns jetzt bald wieder. Bis dahin. Haut rein. Ciao, ciao. Ich muss jetzt weg. Ja, das ist jetzt hier. Gute Nacht. Bis dann. Ciao.